Hallo Volker. Hallo Patrick. Hab dich irritiert, weil ich nicht Servus gesagt habe. Du kannst mich durch gar nichts mehr irritieren. Ich bin, was deine Person betrifft, ist halt alles gewöhnt. Bin auf alles gefasst, so ungefähr. Ne? Wunderbar. Mhm, genau. Jetzt werde ich dich vielleicht auch überraschen. Du hast noch nie etwas gesagt zur Deko, die ich hier mühevoll vor einigen Monaten hier installiert habe. Stimmt, der Schrank war schon mal leerer, gell? Mhm. Ja, mhm. Also gefällt mir gut. Ich achte immer mehr auf die Inhalte als auf die Dekoration. Mhm. Weißt du? Genau, so typisch männlich. Aber mir haben einige Frauen doch die Rückmeldung gegeben, es ist alles so reduziert hier und es könnte auch ein bisschen schöner sein. Also wenn ihr noch weitere Anregungen habt für eine dekorative Ausgestaltung unseres Studios, bitte Vorschläge werden gerne entgegengenommen. Hier oder wo immer ihr das. Kommentarbereich. Im Kommentarbereich. Also hier. Genau. Schickt uns gerne Möbel. Also ich habe mein Depot aufgeräumt, so was in den letzten 55 Jahren so entstanden ist und habe gedacht, vielleicht passt das doch ganz gut. Mhm. Oben ein Kreuz, das mir so eine Künstlerin geschenkt hat vor ein paar Jahren, die Frau Hüttermann. Und dann zwei Ikonen. Also Bilder von Jesus. Und eins von der Heiligen Familie. Und damit wären wir schon beim Thema. Genau. Sehr interessant, mich zu sehen. Mir ist es neulich aufgefallen, weil ich da mit jemandem drüber gesprochen habe, dass wir ja in der Bibel die 10 Gebote haben, die ja jetzt nicht so ganz klar nummeriert sind. Mhm. Und da würden manche Leute sagen, das zweite Gebot ist dieses, du sollst dir kein Bild machen. Aber das kommt ja jetzt so direkt im Katechismus oder auch in der evangelischen Version von den 10 Geboten, ich weiß nicht, wie man das da nennt, kommt es ja gar nicht vor. Also da ist das ja kein eigenes Gebot. Genau, sondern es wird so zusammengefasst mit dem ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann kommt schon, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren oder missbrauchen und sowas. Ne? Und die sagen sozusagen, dass das da ein bisschen inkludiert ist. Exakt. Mhm. Es steht nicht drin, aber es wird sozusagen mitgedacht. Ne? Also. Und also wenn du ins zweite Buch Mose schaust, ja, ich habe mich sehr gut vorbereitet heute, heißt es, ne? Und Gott redete all diese Worte und sprach, Elberfelder Übersetzung, sehr genau, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Das ist ja gewissermaßen die Überschrift, ja, also aber die Erinnerung daran, was Gott getan hat. Und jetzt folgen daraus die 10 Gebote oder die 10 Worte. Dekalog heißt ja eigentlich nur 10 Worte. Mhm. Und jetzt immer die Frage, wie übersetzt du das jetzt mit du sollst, ne? Oder du kannst genauso gut übersetzen, du wirst. Also wenn dir einfach klar ist, wer Gott für dich ist und was er in deinem Leben schon getan hat, dann wirst du das oder jenes nicht machen. Ja? Und dann heißt es tatsächlich, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Und das stimmt. Also es gibt christliche Kirchen und Gemeinschaften, die das so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen oder eben zusammenfassen mit dem, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, weil sie sagen, das Gebot gehört zusammen. Mhm. Und es gibt eben auch Kirchen und Gemeinschaften, die sagen, nee, das ist nochmal ein eigenes Gebot. Und dafür fassen die dann das letzte Gebot zusammen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und deines nächsten Hab und Gut. Während das zum Beispiel in der katholischen Kirche oder auch bei Lutheranen wird es aufgeteilt. Ja, ja. Aber es ist einfach eine Entscheidung, wie ich das jetzt so zähle, ne, die ganze Geschichte. Aber ist ja auch nicht direkt nummeriert, gell? Genau. In der Bibel. Ja. Genau. Aber ist ja schon ein sehr interessantes Gebot, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass wir heutzutage, oder dass zum Beispiel die katholische Kirche ja Bilder von Jesus hat, ich weiß nicht, von Gott sehe ich irgendwie sehr, oder von Gott Vater sehe ich irgendwie sehr selten Bilder oder auch Statuen. Und auf der anderen Seite geht es ja eigentlich in dem Gebot nicht nur darum, sich kein Bild von Gott zu machen, sondern ja im Prinzip kein Bild von irgendwas zu machen. Also könnte ich das jetzt ja so interpretieren, dass ein Foto zu machen eigentlich auch schon gegen dieses Gebot verstößt oder dieses Video, was ihr gerade aufnimmt. Und es gibt christliche Gemeinschaften, die genau das auch interpretieren. Die sagen, keine Fotos, keine Bilder. Krass. Ja, die also tatsächlich so weit gehen. Ne? Aber es ist interessant, weil schon kurz nach dieser Stelle befiehlt Gott Mose, dass er die Bundeslade baut, also diesen kostbaren Schrein, wo
die Gesetzestafeln drin sind, also die Tafeln mit den 10 Geboten und ein bisschen was vom Manna, von diesem wunderbaren Brot vom Himmel und den Stab des Aaron, ja, die sind ja dort deponiert. Mhm. Und dann befiehlt er, und das finde ich so interessant, weil sich da Gott offenbar auch widerspricht, weil er dann sagt, okay, und jetzt mache 2 goldene Cherubim. Das sind diese großartigen Engel. Mache 2 goldene Cherubim. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte. Und zwar sollst du einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. So, hä? Widerspricht sich da Gott? Wäre ja eigentlich auch ein Bild von etwas, was eben im Himmel ist. Ja. Nämlich Engel. Oder die sind ja theoretisch auch ab und zu immer mal wieder auf der Erde unterwegs. So ist es. Also da widerspricht er sich. Und dann gibt es noch eine ganz berühmte Stelle, die kennst du auch, im Buch Numeri. Also wieder, wo es um das Volk Israel auf dem Weg ins gelobte Land geht, ja, wo das Volk murrt wie immer mal wieder und mault und sich beschwert und seine Probleme hat und so weiter. Und plötzlich kommen Schlangen. Kennst du die Geschichte? Mhm. Also im Grunde das Gift, das die Leute in sich produzieren, verkörpert sich und wird zur Schlange und beißt das Volk und tötet unglaublich viele Menschen. Und dann kriegt Mose ja den Auftrag, so eine Schlangenstatue zu bauen. Exakt. Die Leute anschauen, dann werden sie wieder geheilt. Mhm. So ist es. Also wer im Grunde ins Auge schaut, der eigenen Rebellion gegen Gott, ja, aber zugleich diesen Akt des Vertrauens setzt, er kann mir helfen, er kann mich retten, der wird geheilt. Ja, der bleibt am Leben. Ist ja natürlich auch wieder ein Abbild von etwas, was auf der Erde ist. Mhm, schon wieder etwas. Und sogar etwas, was Gott nutzt. Also er nutzt so ein Ding, ein Abbild, um den Menschen seinen Segen zu schenken. Mhm. Genau wie mit den Cherubim ja auch in der Bundeslade. Das ist ja der heiligste Ort auf der Erde, wo Gott anwesend ist. Ja? Also Gott ist da irgendwie auch nicht konsequent. Übrigens, mit der Schlange, du kennst es ja vom Johannesevangelium, das Gespräch zwischen Nikodemus, was Jesus da sagt über die Schlange. Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Mhm. Genau, wo Jesus sich vergleicht mit der Schlange, die am Stab hängt, er wird am Kreuz hängen und jeder, was auch erhöht wird, der ja auf ihn schaut, ja, wer auf ihn schaut, wird gerettet werden. Aber ist da, ich weiß nicht, ist da Gott inkonsequent? Widerspricht sich Gott, was da passiert? Also ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich, wie es in dem zweiten Gebot oder in dem ersten Gebot weitergeht, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Ich glaube, das ist das Problem. Und da gibt es nämlich ein ziemlich klares Zeugnis aus dem zweiten Buch der Könige, aus dem 18. Kapitel, da ist die Rede vom König Hiskia von Juda, die Stelle kannte ich auch nicht, ja, Hiskia, der sehr radikal war, auch in der Reform Israels und so, ja, und dann heißt es dort, er schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke, also Bildersturm. Aber warum? Weil die Leute sich nämlich genau vor dieser Schlange niedergeworfen haben. Hm. Und sie haben vergessen, so, die Schlange war nur ein Abbild und am Ende genau. War immer noch Gott derjenige. Und das ist das Problem. Ja. Also ob du das Abbild mit Gott verwechselst, ob du dich vor etwas niederwirfst, etwas anbetest, was ein Geschöpf ist, was ein Ding ist. Nur vor Gott sollst du dich niederwerfen und ihn anbeten, vor keinem anderen. Sagt ja Jesus später ja auch in der Versuchung mit dem Teufel in der Wüste. Als der Teufel zu Jesus sagt, ne, vor mir sollst du dich niederwerfen. Nein, nur vor Gott sollst du dich niederwerfen und vor keinem Geschöpf. Würdest du sagen, dass die Kirche damit auch heutzutage oder vielleicht auch in der Vergangenheit ein Problem hat oder hatte, also einfach aufgrund der Statuen oder so, dass Leute dann irgendwann den Fokus verloren haben? Die Gefahr gibt es immer wieder. Diese Verwechslung. Und darum war in der Kirche auch sehr, sehr lange es umkämpft, ob überhaupt Bilder, Statuen von Jesus, von Heiligen, von bedeutenden Menschen überhaupt gemacht werden sollen. Mhm. Ich meine, der Grund, warum überhaupt die Frage aufkam, kann man Gott darstellen, ist, Jesus ist der menschgewordene Gott. Es gibt eine schöne Stelle
Also ich fand das echt total interessant, da mal ein bisschen in der Bibel auch rumzustöbern, wenn ich ehrlich bin. Im Buch Deuteronomium 5, das Buch Mose, gibt Gott auch den Grund an, warum du nicht ein Bild machen sollst von Gott. Der Grund war, ihr habt keinerlei Gestalt von mir gesehen. Ah, und deswegen kann man sich ja eigentlich auch kein Bild machen von Gott, wenn man gar nicht weiß, wie er aussieht. So ist es. Also Gott zeigt sich zwar so in engelgleichen Gestalten, siehe Abraham am Hain von Mamre, ne, die drei Männer, die bei Abraham zu Gast sind. Er zeigt sich in einem brennenden Dornbusch, aber eher als eine Stimme. Busch. Kannst einen Busch malen. Ja, gut, kann man auch machen, ne, und so. Aber Gott sagt, ihr habt von mir keine Gestalt gesehen. Das ist die Begründung, warum du auch kein Bild machen sollst. Er spricht irgendwie dadurch, aber Gott ist jetzt nicht ein Busch. Ja, aber genau. Bei Jesus ist es was anderes, weil wir ja von Jesus wissen, dass er wirklich ganz Gott und ganz Mensch war. Also hat er sehr, sehr klar so diese Form dann auch gehabt. Genau. Und er ist, so heißt es im Kolosserbrief, heißt es schon im ersten Kapitel, er ist das Bild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Heißt es aber auch, es gibt jetzt keine Bilder, also ich habe persönlich auch noch keine gesehen, so oder Statuen von Gott Vater, weil bei ihm können wir eigentlich ja nicht sagen, wie er aussieht, oder? Stimmt. Die sind aber irgendwann in der Westkirche, also so in unserem Bereich, sind die tatsächlich im Mittelalter entstanden, dass die Leute angefangen haben, Gott Vater auch abzubilden. Es gibt so Bruchmalereien aus dem 10. 11. Jahrhundert, da siehst du zum Beispiel als Darstellung für Gott Vater nur den Finger. Der Finger, der aus dem Himmel kommt. Du siehst, ne? Also da gibt es eine ganz berühmte Darstellung. Gott ruft Abraham, da siehst du eben seine Hand mit dem Finger, symbolisiert den Ruf, den Gott für Abraham hat. Heiliger Geist, okay, kannst du darstellen. Eine, ne? Taube. Taube, ne? Oder auch Feuerzungen oder irgendwas. Und Jesus ja eh. Und dann irgendwann haben die Künstler angefangen, Gott Vater zu malen. Und wie? So ganz klassisch. Als Vater? Als der berühmte alte Mann mit Bart. Also indem er eben das Väterliche so ernst, also so ernst genommen hat, dass man gesagt hat, okay, dann muss es ein alter Mann mit Bart sein. Ja? Und dann wird es schräg. Genau, weil es dann sehr so stereotypisch wird irgendwie. Und, also zum Beispiel hier in unserer Wallfahrtskirche, die ich ja sehr liebe, ja, und so, da gibt es ja auch eine Darstellung der Dreifaltigkeit, die Maria krönt zur Königin des Himmels, und da ist Jesus zu sehen, der Heilige Geist als Taube und ein alter Mann mit Bart, der Gott Vater darstellen soll. Und also ich muss ehrlich sagen, künstlerisch ist das genial. Ja. Es gibt wunderbare Darstellungen aus dem Mittelalter, den Gnadenstuhl zum Beispiel, wo also Gott Vater Jesus den Gekreuzigten hält und so und der Menschheit zeigt. Das ist künstlerisch sehr beeindruckend, aber das finde ich auch grenzwertig. Aber das ist so eine Sache, die es in der Westkirche gab, in der Ostkirche, in der lange auch es sehr umstritten war. Darf Jesus überhaupt dargestellt werden? Ja, die hat immer abgelehnt, auch Gott Vater darzustellen. Und ich finde es eigentlich auch richtig. Ja. Es ist möglich, es gibt wunderbare Beispiele, aber es ist grenzwertig. Weil, weil du nämlich genau dann das Bild auch verwechselst mit der Wirklichkeit Gottes. Und Gott ist größer. Dann fokussiert man sich vielleicht zu sehr auf das Bild. Klar, ich glaube, das kann bei den anderen Sachen auch passieren, aber bei Gottvater ist es halt sehr, sehr klar auch, dass wir ihn eigentlich nie gesehen haben. Ja. Und ich finde, das kannst du schon eher bei Jesus sagen, dass du weißt, er war ein Mensch. Beim Heiligen Geist, okay, aber ich finde, das ist ja sowieso eine sehr abstrakte Darstellung. Absolut, also der Heilige Geist als Taube ist auch eben klar, dass er jetzt keine Taube ist. So. Ja. Aber bei Gottvater ist dann schwierig, gerade wenn ich dann, wie komme ich auf das Bild so, alter Mann, das wirkt auch vielleicht dann für manche Leute eher so, okay, der macht auch nicht mehr viel, der sitzt einfach nur rum. Ja. Also ist auch die Frage, was entsteht aus dem Bild heraus? Und lässt seinen Sohn dann arbeiten. Genau. Und das ist einfach schwierig, genauso, wenn dann auch ein Bild von der Dreifaltigkeit entsteht. Okay, es sind drei Personen, aber es sind anders Personen, als wir zwei jetzt Personen sind oder hier zu Hause Personen seid. Und die sind eins in ihrer Unterschiedlichkeit und in ihrer Einheit unterschiedlich. Und das ist etwas, was ich nur in Bildern und annähernd beschreiben kann. Der Einzige, der wirklich darstellbar ist, ist eigentlich Jesus. Wer mich sieht, so sagt er ja auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das genügt. Also eigentlich brauche ich nicht mehr als Jesus auch darzustellen, weil wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn anschaue, wenn ich ihn besser kennenlerne, dann lerne ich auch den Vater besser kennen. Also er ist der einzige Weg auch zum Vater. Mhm. Ja. Und trotzdem, obwohl es so ist, dass jetzt
Jesus darstellbar ist, selbst das war lange, lange, lange umkämpft. Hm. Ja? Also das Bild, das ich hier habe, also natürlich nicht das Original, ne? Aber das stammt ursprünglich vom Sinai-Kloster, 6. Jahrhundert. Also eine der ältesten Darstellungen von Jesus überhaupt. Hm. 100, 200 Jahre später gab es so einen Streit in der Ostkirche, darf ich Jesus überhaupt darstellen, weil ich ja eigentlich nur seine menschliche Seite zeigen kann. Hm. Und nicht seine göttliche. Nicht, ja. Ja, und ist es nicht sogar Ketzerei und Irrlehre, wenn ich jetzt meine, ich sehe jetzt ein Bild und das ist Jesus. Nee, das ist seine menschliche Seite. Und deswegen gab es immer wieder auch in der Ostkirche sowas wie einen Bildersturm. Mhm. Das heißt, Bilder von Jesus, auch von Heiligen, von Maria, wurden dann zerstört. Und erst im 8. Jahrhundert, im Jahr 787, auf dem zweiten Konzil, eine große Bischofsversammlung in Nicäa, hat dann endgültig die Kirche die Entscheidung getroffen, also durch die Bischöfe, okay, es ist legitim, Bilder zu, und das ist jetzt eine wichtige Unterscheidung, Bilder von Jesus herzustellen oder von den Heiligen, sie auch zu verehren, aber nicht sie anzubeten. Wurde ausdrücklich gesagt, nicht anbeten. Und das ist der Grund, warum, das wusste ich auch nicht, das finde ich sehr interessant, dass dann seitdem auf den Ikonen immer auch ein Schriftzug zu sehen ist, um einfach klarzumachen, wer da dargestellt wird und dass im Grunde auch der dargestellt ist, größer ist als das Bild. Ja? Ich habe hier noch ein anderes Bild, das ist viel, viel jünger, das ist erst ein paar Jahrzehnte alt und da ist Maria, Jesus und Josef dargestellt. Da steht Mater Teu, griechisch zusammengefasst, also die Mutter Gottes und da Jesus Christus, also hier. Mhm. Der Josef hat keinen eigenen Schriftzug, ne, und so. Der ist eher so ein bisschen im Hintergrund. Aber das finde ich sehr interessant. Seitdem gibt es keine Ikonen mehr ohne Schriftzug, der klar macht, Moment, der Dargestellte ist größer als die Darstellung. Mhm. Und bitte nicht das Bild anbeten, sondern ihn anbeten, der auf dem Bild dargestellt wird. Und bitte auch nicht Maria anbeten, ja, sondern sie verehren, so wie auch eine Ikone verehrt wird. Ich frage mich immer so ein bisschen, so dieser Grat zwischen verehren und anbeten ist ja schon relativ schmal. So, eigentlich sind es ja so zwei Begriffe. Klar, ist schon irgendwie, hat anbeten nochmal einen anderen Stellenwert, aber immer wenn ich so die zwei Begriffe höre, denke ich, oh, ein Bild zu verehren, finde ich jetzt auch schon eine ganz schöne krasse Aussage. Also da bringe ich dem ja schon auch sehr einer sehr hohen Wichtigkeit wieder und sage nicht absolut nur, ah, okay, das ist jetzt halt ein Foto von dem, damit ich mir das besser vorstellen kann vielleicht oder so. Mhm. Aber verehren, dass ich das Bild verehre, hebt schon auf eine sehr hohe Position, würde ich sagen. Für mich steckt in dem Wort verehren Ehre drin. Also ich gebe jemand Ehre. Mhm. Und das ist ja etwas, was zum Beispiel auch jeder Mensch verdient. Aber es gibt auch da Menschen, die ich besonders verehre, weil sie auf meinem Lebensweg eine besondere Rolle gespielt haben. Also ich kenne so Leute, wo ich sage, die haben für mich eine ganz besondere Bedeutung. Und für mich ist das eigentlich ähnlich. Mhm. Wenn ich sage, kann man sagen, ich verehre, manche verehren Popstars oder Rapper. Genau, ich finde, der Begriff verehren klingt extrem kritisch immer. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich verehre Justin Bieber oder so, oder ist mir auch egal wer. Ich verehre, oder auch wenn jemand sagen würde, ich verehre diesen Lobpreisleiter, dann würde ich sagen, boah, klingt für mich nicht mehr gesund. Ist was anderes, wenn ich, das ist das Lustige, einfach von meinem Gefühl her, wenn ich jetzt sage, ich gebe dem die Ehre. Aha. So, das klingt irgendwie schon ganz anders. Honoring. Genau, honoring. Es hat einen viel positiveren Klang für mich als verehren, aber ich glaube, das ist halt auch so eine Begrifflichkeit, gell? Weil verehren klingt für mich irgendwie sehr nah an, oh, ich fokussiere alles auf diese Person und so, das, oh, die ist so toll. Und dann ist natürlich gefährlich. Und die Gefahr gibt es immer wieder. Also das ist tatsächlich der schmale Grat, ich gebe dir recht, das ist ein schmaler Grat, wo ich genau unterscheiden muss, Moment, ist es nicht auch zu viel, stelle ich auch nicht eine Person, oder für mich ist auch ein Bild, gebe ich dem nicht so eine Bedeutung, die ihm eigentlich nicht zukommt. Ja? Ja. Und darum braucht es immer wieder auch dieses kritische Hinterfragen und darum ist auch das zweite Gebot so wichtig. Ja. Ja? Oder auch immer wieder die Reflexion, Moment, mache ich jetzt zu viel oder gebe ich, das betrifft ja das ganze Leben, ja, hat ein Mensch für mich eine wichtige Rolle als Gott.
Genau. Dann mache ich jemanden schon zum Idol. Ich kann Bilder zum Idol machen, ich kann Heilige zum Idol machen, ich kann meine Frau zum Idol machen, ich kann Justin Bieber zum Idol machen, ja, und so. Nein, kein Bild machen. Das ist nämlich genau jemanden idolisieren, jemanden auf den Sockel stellen, ja? Ja. Ist übrigens auch für die Person nicht gut, ja, wenn sie auf dem Sockel steht. Tut ja auch nicht gut, ja. Also überhaupt nicht, ja, weil das bringt ja auch jemand voll in Gefahr, wenn ich mich dann plötzlich identifiziere mit dem, was Leute in mir sehen, dann kann ich ja abdrehen oder so. Ja? Also nicht idolisieren, aber trotzdem ehren. Ja? Hm. Und ich finde auch interessant, ich habe extra nochmal nachgeschaut im Hebräischen, es gibt ja auch ein Bild Gottes schon im Alten Testament, das sogar einen besonderen Stellenwert hat. Nämlich der Mensch. Mensch ist ein Abbild Gottes. Genau. Bild Gottes heißt es sogar. Ich habe extra nachgeschaut, ob es das gleiche Wort ist, das in Genesis 1 steht. Ne? Ach so. Ja, und dann, du sollst dir kein Bild machen, ja, in Exodus 20. Aber es ist nicht das gleiche Wort. Ja? Also in Genesis 1 steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Männlich und weiblich schuf er ihn. Ja? Mhm. Nach seinem Bild. Und mein Professor für Altes Testament hat immer gesagt, also der Mensch ist die Statue Gottes, er ist der Repräsentant Gottes hier auf der Erde. Ja, also nicht nur wer, wie Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, sondern eigentlich ist auch für dich und für mich und für euch zu Hause, wer dich sieht, soll Gott sehen. Also soll sehen, wie Gott ist. So gütig, so barmherzig, so klar, so wahrhaftig. Das ist eigentlich die Idee, die hinter der Erschaffung des Menschen steht, ja, dass auf der Erde so ein Repräsentant, dass Gott einen Repräsentanten seiner selbst auf die Erde gestellt hat. Ja, ist ein bisschen schief gegangen. Darum hat er ja den neuen Menschen, nämlich Jesus, auf die Welt geschickt. Darum ist ja die zweite Person der Dreifaltigkeit, Jesus, Mensch geworden, ja, um dieses Bild wieder zu erneuern, diese Statue wieder schön zu machen. Ja, aber eigentlich ist es auch deine und meine Aufgabe jetzt, Bild Gottes zu sein und den anderen zu ehren als Bild Gottes. Ja. Nicht zu idolisieren, aber zu ehren. Ich denke, das ist eben dieser Punkt, warum das so wichtig ist und auch sehr viel mit diesem Gebot zu tun hat, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben und du sollst dir kein Abbild machen. Dieses Thema einfach, dass alles, was irgendwie das Potenzial hat oder wo die Gefahr ist oder wo es sogar schon der Fall ist, dass ich es höher als Gott stelle, das ist halt einfach falsch. Mhm. Und dann ist dieser Gegenstand oder diese Person oder was auch immer es ist, an der falschen Stelle. Und ich finde das so interessant, weil auf der einen Seite habe ich das Gefühl, haben wir ja schon so dieses Ding, wir würden jetzt niemals auf die Idee kommen, ein goldenes Kalb anzubeten, wie die Israeliten. Aber wir vergessen, glaube ich, dass es bei uns halt andere Sachen sind, die uns in die Versuchung führen, die Prioritäten zu versetzen. Und vielleicht drücken wir das dann auch nicht so aus, aber wenn wir viel, viel mehr Zeit investieren in soziale Medien und in digitale Sachen oder in, keine Ahnung, Bilder. Wie auch immer, was auch immer es jetzt bedeutet, es kann für jeden Einzelnen ja anders sein. Wenn da unser Herz mehr dran hängt oder wenn unser Herz besonders an Geld hängt oder sowas, dann ist es im Prinzip ja genau das gleiche Problem, wo man auch immer wieder drauf achten muss. Und darum kannst du dieses Gebot, du sollst dir kein Bild machen, das kann ein eigenes Gebot sein, oder eben nur eine Konkretion von, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Darum haben die Kirchen und Gemeinschaften, die das jetzt unterschiedlich sehen, beide irgendwie recht. Mhm. Es ist etwas Eigenes, das ich immer wieder auch betonen muss, auch kritisch gegenüber Vergötzung von irgendwas oder irgendjemanden. Aber am Ende ist das Bilderverbot auch nur eine Verkörperung, eine Verdeutlichung dieses Urgebots. Ich bin der Herr, dein Gott. Und weil ich der Herr, dein Gott bin, kein anderer. Kein Mensch, kein Götze, kein Ding, kein egal was, nichts neben mir. Ich bin dein Gott und keiner soll den Platz einnehmen, der eigentlich nur mir zusteht. Ne? Hast du eigentlich Bilder in deinem Zimmer? Ja, zum Beispiel. Aber nicht von Jesus. Also von Elevation Worship. Nein, auch. Also ich habe kein einziges Bild. Ich glaube, da würde ich auch nicht auf die Idee kommen. Selbst wenn ich ein Vorbild hätte oder sowas, würde ich mir, glaube ich, kein Bild von der Person wohin hängen. Ich finde auch, und das ist auch wieder so ein Punkt, der ja dafür spricht, wo ich sage,
Wenn jemand sagt, oh, man bildet ja nicht den kompletten Gott oder komplett Jesus damit ab, wenn man jetzt ein Bild von Jesus malt oder macht. Ich bilde mit keinem Bild das ab, was eine Person komplett ausdrückt. Also auch wenn ich ein Bild von dir mache, ist damit ja nicht dein Charakter und dein Verhalten und das Ganze, was auch zu dir als Mensch gehört, erfasst. Sondern es ist ja wirklich nur so ein Abbild. Ich finde, Bilder sind vor allen Dingen eine schöne Art und Weise, um Erinnerungen festzuhalten. Oder um halt Wissen zu transportieren. Dann vor allen Dingen auch natürlich bewegte Bilder. Und das sind eigentlich auch die meisten Bilder in meinem Zimmer. Bewegte Bilder? Du hast lauter Bildschirme, wo da, oder? Ich habe auch viele Bildschirme, aber was ich meinte, ist, die meisten Bilder in meinem Zimmer sind so Erinnerungsbilder, so an schöne Momente oder an Freunde. Und solange klar ist, welchen Platz diese Bilder haben, ist das ja dann auch gut. Und ich habe Bilder in meinem Zimmer, also auch da, wo ich bete, weil meine Erfahrung ist, wenn ich auch ein Bild Jesu vor Augen habe, das hilft mir, mich zu fokussieren. Bei manchen ist es ja Musik, irgendwie Worship oder irgendwas, das hilft mir auch. Ich schließe auch beim Gebet sehr oft die Augen. Aber gerade zum Beginn ist es für mich total eine Hilfe, ein Bild Jesu vor Augen zu haben oder ein Kreuz. Oder ich habe in meiner Gebetsecke habe ich auch zwei Bilder von Heiligen, die mir viel bedeuten. Therese von Lisieux, eine Ordensschwester aus dem 19. Jahrhundert, die auch für meinen persönlichen Weg sehr wichtig war. Also ich habe sie nicht gekannt, aber ich habe viel von ihr gelesen. Und der heilige Philipp Neri, der so ein großer Seelsorger aus dem 16. Jahrhundert in Rom war. Und die erinnern mich immer wieder an meine Berufung und an meine Sendung. Ja, so also machen mich wach und helfen mir, mich wieder auszurichten auf das, was Gott von mir will. Und ein Bild von Jesus oder ein Kreuz hilft mir total, einfach meine Augen auf ihn gerichtet zu halten. Aber es ist keine Pflicht, auch für jemand, der katholisch ist. Ja, sowas ist es keine Pflicht. Für keinen Christen ist es eine Pflicht, Bilder aufzuhängen. Oder für wen es eine Hilfe ist, der soll das gerne benutzen. Und Hauptsache, du hast eine Beziehung zu Gott. Hauptsache, du arbeitest an deiner Beziehung zu Jesus. Welche Mittel du dafür verwendest, das hängt auch vom jeweiligen Typ ab. Am Ende ist es halt eine Hilfe. Genau. Und die kann gut sein, solange ich nicht dadurch anfange, Gott irgendwie in eine Box zu stecken, nur aufgrund dieses Bildes. Also ich finde ja zum Beispiel auch, dass der Jesus in The Chosen eigentlich sehr, sehr gut dargestellt ist. Ja. Und wenn ich mir ein Bild von einem Jesus in mein Zimmer hängen würde, was ich nicht vorhabe, dann wahrscheinlich am ehesten einen aus der Serie. Weil damit kann ich persönlich zumindest was anfangen. Ich muss sagen, die Jesus-Bilder sind mir meistens zu fremd. Manchmal sieht Jesus da auch irgendwie immer eher so traurig aus. Oder ernst, ne? Absolut. Oder sehr, sehr ernst und so. Und natürlich hat er diese Seite auf jeden Fall auch. Was wir ja auch, ne? Also ganz klar. Genau. Sehr ernst. Aber das ist eben so das Ding, wo ich denke, ja, auch so ein Jesus aus so einer Serie, der repräsentiert vielleicht einen bestimmten Teil von Jesus gut, aber im Endeffekt kann das niemals Gott komplett oder Jesus komplett darstellen. Und auch ein Bild von ihm natürlich nicht. Und da muss ich halt immer wieder aufpassen, dass ich nicht nur jetzt irgendwie das dann im Kopf habe, wenn ich an Jesus denke, sondern mir einfach bewusst ist, Jesus ist auch viel größer als das, was ich mir jetzt vorstellen kann oder das, was ich vielleicht durch Bilder oder auch durch das, was ich lese, gelernt habe. Also selbst wenn ich die Bibel lese, lese ich sie ja aus meinem Blickfeld und stelle mir Sachen vor, die nicht unbedingt exakt das darstellen, was Jesus wirklich ist. Und ich glaube, egal, ob es jetzt ein Bild ist oder ein Text ist oder was ich in der Predigt höre, ein Film ist, ich muss halt immer gucken, dass ich Gott nicht in eine Box stecke und sage, das ist er jetzt, weil das Bild habe ich von ihm gesehen oder das Bild habe ich mir selber in meinem Kopf vielleicht auch zusammengebildet. Ja, und Jesus sprengt immer alle Bilder. Ja. Und bei Chosen war es auch so, dass da auch einige Bilder von Jesus in mir auf ganz positive Weise gesprengt worden sind. Aber irgendwann wird auch das Bild, das durch Chosen mir von Jesus gezeigt wird, wieder gesprengt. Ja, ich muss einfach, merke ich auch für mich, ja, ich muss einfach am Ball bleiben und Jesus immer besser kennenlernen und bis ich einfach ihn dann wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen darf. Darum bete ich, das hoffe ich. Ja, und ich dann wahrscheinlich überwältigt sein werde, wie er wirklich ist. Da freuen wir uns schon drauf. Genau. Aber vielleicht ist es noch nicht ganz so bald, dann haben wir nämlich noch Zeit, noch ein paar Videos zu machen. Und übrigens auch Zeit, unseren Gebetsraum da für Jugendliche hier auf dem Rosenberg zu errichten. Ja. Wann kommt der? Ja, da sind wir jetzt ja bald dran. Ein paar Spenden sind übrigens noch erwünscht. Muss ich nicht sagen. Genau. Und das ist nämlich auch die Frage, wie wird der ausgestattet werden? Ja? Also kommt da ein Kreuz hin oder vielleicht ein Jesusbild, der so aussieht wie der Jesus von The Chosen? Also da werden wir noch auch miteinander reden und viele andere mit einbeziehen, dass
wirklich, dass ein Raum wird, der euch hilft, zu beten und eine Beziehung zu Jesus aufzunehmen und zu intensivieren. Und was ihr dazu braucht, da bin ich gespannt, was ihr dann so alles vorschlagt. Das muss dann nicht unbedingt der Stil sein, sondern es darf in dem Stil sein, der euch hilft und der euch entspricht. Bin ich gespannt. Ich auch. Viel Segen.